Nächste Frage hat der Reitschuster. Attackiert der Ostbeauftragte von Angela Merkel Angela Merkel? Hat die Bundesregierung den Bericht dem Bundestag vorgelegt zur Corona-Lage, der im Gesetz vorgeschrieben ist? Und wie steht es mit den psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen, wo die Bundesregierung bisher nie Zahlen nennen konnte? Das waren heute drei von meinen Themen auf der Bundespressekonferenz hier auf dem Schiffbauer Damm. Ja, die Frage zu Wanderwitz, die hat eine ostdeutsche Kollegin von mir angeregt, sogar eine von den Öffentlich-Rechtlichen. Und sie sagte zu Recht, der Ostbeauftragte spricht Millionen Ostdeutschen die Demokratiefähigkeit ab und begründet das damit, dass sie diktatursozialisiert seien. Und die Kollegin sagte, das trifft ja dann auf alle über 46 zu und damit trifft das auch auf Angela Merkel zu. Und jetzt wollte ich von der Sprecherin von Angela Merkel, der Martina Fietz, mit der ich früher beim Fokus in einem Büro arbeitete, ich habe sogar ihr Zimmer dann übernommen, und da wollte ich von ihr wissen, wie denn die Bundeskanzlerin das sieht. Schauen Sie sich den Wortwechsel an. Herr Reitschuster, mit einem neuen Thema. Genau, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Herr Wanderwitz, hat für Aufregung gesorgt, weil er faktisch Millionen Ostdeutscher die Demokratiefähigkeit abgesprochen hat und das darauf zurückführte, dass sie diktatursozialisiert sind. Wie sieht denn die Bundeskanzlerin gerade als Ostdeutsche das? Also ich möchte Ihnen ganz grundsätzlich sagen, dass Marco Wanderwitz, der seit Februar 2020 Ostbeauftragter der Bundesregierung ist, sich für die Belange der Ostdeutschen und für die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse in der Politik der Bundesregierung engagiert. Und mit Sorge verfolgt er natürlich die Tendenzen in einigen ostdeutschen Bundesländern zur Rechtsradikalität und zur Wahl rechter Parteien. Als ein Mittel, dem zu begegnen, sieht der Ostbeauftragte Bildungsarbeit an, denn die Aufarbeitung der DDR-Diktatur ist noch lange nicht abgeschlossen. Und die Aufklärung über das DDR-Regime wie auch über den Widerstand in der DDR ist sogar wichtiger denn je. Gerade gegenüber den jungen Menschen steht die Bundesregierung in der Pflicht, den Wert unserer demokratischen Freiheitsrechte und die Gefahren durch totalitäre Regime zu vermitteln. Und vor diesem Hintergrund muss man diese Aussagen sehen. Und dem habe ich hier an dieser Stelle keine weiteren Interpretationen hinzuzufügen. Zusatz, Herr Reitschuster? Haben Sie aber nicht beantwortet, wie die Bundeskanzlerin das konkret sieht. Gerade diese Stigmatisierung, sie fällt ja selber unter diese Definition. Die ist ja dann auch diktatursozialisiert nach dieser Definition von Herrn Wanderwitz. Und dazu wird sie doch eine Meinung haben, wenn man ihr das sozusagen da auch mit unterstellt quasi. Also ich kann da noch mal etwas weiter ausführen, weil ja das um die Demokratieförderung insgesamt geht. Und das war auch ein zentrales Anliegen der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit, die ihre Handlungsempfehlung hier im Dezember ausführlich vorgestellt hat. Und Marco Wanderwitz war als Mitglied der Kommission engagiert an der Erarbeitung dieser Handlungsempfehlungen. Und bei der Vorstellung der Handlungsempfehlungen hat der Ostbeauftragte besonders hervorgehoben, dass viele Bürgerinnen und Bürger den weiteren intensiven Austausch darüber wünschen, wie wir in Deutschland miteinander leben und miteinander umgehen. Und deshalb habe die Kommission vorgeschlagen, zusätzlich zum 3. Oktober beispielsweise den 9. November als weiteren nationalen Gedenktag zu begehen. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, die Aussagen des Ostbeauftragten stehen für sich. Die hier gemachten Aussagen regen die politische Debatte an und können für das Zusammenwachsen von Ost und West generationenübergreifende Impulse bringen. Das ist die Position dazu. Ja, in meinen Augen ist die Frau Fietz da nicht ganz darauf eingegangen. Übrigens ganz interessant, ich bekomme ja immer wieder böse Zuschriften, wo Zuschauer argwöhnen, die Sprecher wüssten die Antworten, die Fragen schon vorher, weil sie nachsehen. Also ich kann Ihnen garantieren, ich teile meine Fragen vorher mit niemandem. Und in diesem Fall also einfach, da hat die Bundesregierung oder die Frau Fietz, sie hat ja auch vom Blatt abgelesen, wahrscheinlich einfach schon vorher geahnt, dass diese Frage kommt. Aber sie wäre ja sonst offenbar nicht gekommen. Fand ich ganz interessant. Dann auch wieder eine Leseranregung. Im § 4 Absatz 1a des Infektionsschutzgesetzes gibt es eine Regelung, aber was wiederhole ich das jetzt hier? Schauen Sie rein.
Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Nauber. Frau Nauber, im Infektionsschutzgesetz heißt es in § 4 Absatz 1a, das Bundesministerium für Gesundheit legt dem Deutschen Bundestag nach Beteiligung des Bundesrates bis spätestens 31. März einen Bericht zu den Erkenntnissen über das, ich kürze ab, Coronavirus und die verursachte Epidemie vor. Ist dieser Bericht vorgelegt worden? Wo kann man den einsehen? Danke. Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, kann ich aber gerne nachschauen. Zusatz? Also ist Ihnen nicht bekannt, dass er vorgelegt wurde bisher? Schauen Sie, Herr Reitschuster, ich habe nicht das gesammelte Wissen des ganzen Hauses immer bei mir. Insofern sehen Sie es mir nach, ich kann das gerne nachreichen, aber ich habe es jetzt aktuell nicht im Kopf. Danke. Julia. Ja, ich bin gespannt, ob die Antwort nachgereicht wird. Wenn sie bis heute Abend nachgereicht wird, dann werde ich es hier einblenden oder einsprechen. Ansonsten werde ich es nachholen. Dann eine weitere Frage zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Herr Reitschuster zum Testen? Nein. Herr Warwick zum Testen? Dann bitte, aber Corona. Ja, Corona. Gut, bitte. Nochmal Frau Nauber. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sagt, es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaße, wie wir sie noch nie erlebt haben. Er spricht sogar von Triage. Ich habe mehrfach zu dem Thema gefragt. Es hieß immer, da muss man noch warten, bis die Zahlen kommen. Haben Sie denn inzwischen irgendwelche Zahlen zur Belastung, vor allem von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf psychologische Schäden? Danke. Ja, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie dazu erst kürzlich den Bundesgesundheitsminister gefragt, oder zumindest war es Thema in einer der letzten Bundespressekonferenzen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen der jeweiligen Verbände dazu. Allerdings klar ist, es gibt Umfragen, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt sind, dass sie sich besonders belastet fühlen. Es ist aber eben so, dass, wenn die Frage ist, haben wir Abrechnungsdaten, die tatsächlich pathologische Erkrankungen belegen, dann dauert es einfach seine Zeit, bis diese Daten vorliegen. Das muss man einfach unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist es so, Sie kennen wahrscheinlich die COSMO-Studie, die COPSI-Studie, das sind Umfragen, die eben zeigen, dass Kinder und Jugendliche unter diesen Pandemiebedingungen besonders zu leiden haben. Ja. Zusatz, Herr Reitschuster? Der Herr Minister hat damals auch schon auf die Abrechnungen verwiesen. Wir haben darauf Kinderpsychologen geschrieben, das Problem sei wegen der Triage-Situation, dass eben viele gar nicht in die Abrechnung kommen, weil sie nicht behandelt werden können. Wie wollen Sie dieses Problem angehen? Was konkret macht die Bundesregierung, um hier ein umfassendes Bild zu bekommen? Naja, wie gesagt, noch liegen diese Daten ja gar nicht vor. Ja, insofern, wir beobachten diesen ganzen Komplex aufmerksam. Das hat der Minister hier auch mehrfach dargelegt. Natürlich schauen wir nicht nur auf die Infektionslage, sondern auch auf alles andere, was die Pandemie betrifft. Und trotzdem bleibt aber diese Unterscheidung wichtig zwischen Umfragen und dem, was Abrechnungsdaten am Ende belegen. Und die liegen einfach noch nicht umfassend vor. Wenn sie vorliegen, wird das aber auch im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung vom RKI alles veröffentlicht. Ich kann Ihnen versichern, dass die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung das Wohl von Kindern und Jugendlichen natürlich sehr im Blick haben und dass es ihnen am Herzen liegt. Der Bundesregierung ist natürlich bewusst, dass die pandemiebedingten Einschränkungen im Bereich der sozialen Kontakte, aber auch in Bezug auf Freizeiteinrichtungen und Aktivitäten gerade auch für die Jüngsten in unserer Gesellschaft belastend sind. Und die Bundesregierung setzt alles daran, die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche so zu gestalten, dass sie in Deutschland unter guten Bedingungen aufwachsen können und eine gute Zukunftsperspektive haben. Und das ist auch natürlich bei den Maßnahmen, die ergriffen wurden, immer im Blick gewesen. Und trotzdem ist klar, dass Kinder und Jugendliche unter diesen Maßnahmen auch gelitten haben. Auch da fand ich die Antwort wieder ausweichend. Überlasse es Ihnen. Vielleicht habe ich ja schon eine Berufsblindheit. Vielleicht sehe ich jetzt überall schon nur noch ausweichende Antworten, genauso wie Metzger überall Schweinehälften sehen. Vielleicht bin ich ja ungerecht hier in meinen Augen, aber ist das sehr allgemein und nichts Konkretes, weiß man nicht. Ich habe noch viele Corona-Fragen im Gepäck, aber leider wurde Corona heute wieder sehr kurz behandelt, in meinen Augen zu kurz.
dafür wieder internationale Probleme, wieder der Dauerbrenner zum Beispiel mit den Ortskräften in Afghanistan und dergleichen mehr. Der Kollege Warweg stellte noch einige Fragen, von denen man, so mein Eindruck, nicht sehr erfreut war auf dem Podium. Schauen sich die Kollegen an von Florian Warweg von RT. Natürlich nicht den Kollegen anschauen, den können Sie sich auch anschauen. Das werden Sie auch dann müssen, wenn ich das jetzt einblende. Aber Sie sollten sich natürlich die Fragen und die Wortwechsel anschauen. Voilà. Bitte. Kanadische Forscher warnen mittlerweile davor, Personen, die auf mRNA-Basis geimpft wurden, als Blutspender zuzulassen, weil die pathogenen Spike-Proteine, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass diese an empfindliche Menschen übertragen werden. Da würde mich interessieren, verfügt denn die Bundesregierung, verfügt das Bundesgesundheitsministerium über ähnliche Erkenntnisse, auch bezüglich sozusagen dieser Blutbankproblematik, und wie bewerten Sie das Risiko? Also wie üblich äußern wir uns hier nicht zu Äußerungen von einzelnen Wissenschaftlern. Dabei würde ich es, so würde ich es auch diesmal halten. Sie wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Impfkampagne überwacht, Sicherheit, Nebenwirkungen, und das auch in Berichten regelmäßig darlegt. Zusatz? Aber meine Frage war ja hinsichtlich dieser Blutbankproblematik, ob es sozusagen eigene Erkenntnisse oder Maßnahmen gibt der Bundesregierung bezüglich der Fähigkeit von auf mRNA-Basis Geimpften, dass diese als Blutspender tätig sein können oder nicht. Da wird es ja vermutlich auch einen Plan in der Bundesregierung geben diesbezüglich. Aber das geht ja zurück auf Äußerungen von Wissenschaftlern, wenn ich das richtig verstanden habe. Dafür müsste ich erstmal die Hintergründe kennen, um dazu Stellung nehmen zu können. Dann noch einmal Corona, Herr Warweg. Und damit würde ich dann gerne mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf meine Liste und die anderen Themen das Thema Corona auch abschließen. Die japanische Zulassungsbehörde für Impfstoffe hat jetzt ihre Auswertungen vorgelegt, veröffentlicht zu Tierversuchen mit Pfizer-BioNTech, und daraus kann man unter anderem ersehen, dass entgegen der Behauptung des Herstellers die mRNA-Nanopartikel nicht, wie behauptet, bei der Einstichstelle verbleiben, sondern sich teilweise hochkonzentriert in Organen finden, bei Weibchen insbesondere auch in den Eierstöcken. Da würde mich interessieren, liegt denn dem Bundesgesundheitsministerium ähnliche Daten für Deutschland vor und wie bewerten Sie die, falls die vorliegen? Also, wir haben in Deutschland 4 zugelassene Impfstoffe, die sind von der EMA zugelassen worden, mit den entsprechenden Daten, die dafür vorgelegt wurden. Der Impfstoff von BioNTech Pfizer ist einer dieser 4 Impfstoffe, und dabei würde ich es belassen. Zusatz? Aber meine Frage war ja, dass zumindest auf diesen Daten der japanischen Zulassungsbehörde deutlich wird, dass diese mRNA-Nanopartikel nicht, wie gesagt, eine Einstichstelle verbleiben, sondern hochkonzentriert in den Organen gefunden worden. Da würde ich noch fragen, die Bundesregierung wird ja sicherlich auch entsprechende Daten haben zu Tierversuchen in Deutschland mit dem Impfstoff, ob dieses Phänomen sich dort hat auch beobachten lassen. Schauen Sie, ich kann nicht die Äußerungen der japanischen Zulassungsbehörde hier kommentieren. Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Impfstoff durch die EMA geprüft worden ist und eine reguläre Zulassung erhalten hat. Und da er diese Zulassung hat, kann er auch in Deutschland genauso wie in allen anderen EU-Staaten eingesetzt werden. Meine Frage geht ans Auswärtige Amt und ans Justizministerium, wenn anwesend. Sowohl Außenminister Heiko Maas als auch Finanzminister Scholz haben unter anderem am 30. Mai über ihre ministeriellen Twitter-Konten explizit Wahlwerbung für die SPD und den SPD oder das SPD-Ostkonvent gemacht. Da würde mich nur interessieren, widerspricht denn dies aus Sicht zum Beispiel des Auswärtigen Amtes nicht dem Neutralitätsgebot? Der Twitter-Account von Herrn Maas ist von Twitter auch explizit als ein Twitter-Account eines Regierungsvertreters gekennzeichnet. Der Twitter-Account von Herrn Maas ist nicht der Twitter-Account des Auswärtigen Amts. Und als Justizministerium kann ich nur sagen, dass ich Sie bitten würde, sich an die betreffenden Ressorts zu wenden, deren Kommunikation oder die Kanäle der jeweiligen Ministerinnen und Minister kommentieren wir natürlich nicht. Okay, dann. Herr Zusatz? Grundsätzlich, hat denn die Kanzlerin dazu eine Haltung, wenn Minister, unabhängig ob CDU, CSU oder SPD,
über ihre Twitter-Accounts Wahlwerbung für die eigene Partei machen, auf Twitter-Accounts, über die sie sonst als Minister agieren. Hat die Kanzlerin dazu eine Haltung? Ich kann Ihnen dazu keine Angaben machen. Ich stellte dann noch eine Frage zum Luftverkehr mit Russland. Da wurde, ja, schauen Sie sich das auch wieder in der Frage an. Ich brauche es ja nicht immer wiederholen. Es reicht ja, wenn Sie es einmal hören. Vielleicht bin ich schon inzwischen so schwer von Verstand, dass ich alles zweimal aussprechen muss oder hören. Aber Sie sind da sicher fitter als ich und hoffentlich auch ausgeschlafener. Es gibt mehrere Fragen wegen der Flüge der russischen Gesellschaften S7 und Aeroflot. Die seien gestoppt worden wegen fehlender Überfluggenehmigungen für die EU. Und deswegen sei der Flug von Moskau nach Berlin und Hamburg nicht möglich gewesen. Ria Novosny fragt das, TASS, Interfax. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Ursachen? Also wir haben die Pressemeldung zur Kenntnis genommen und haben derzeit noch keine Erkenntnisse darüber, was da genau vorgefallen ist und auf welcher Grundlage von welcher Seite Schritte vorgenommen wurden. Sobald das der Fall sein sollte und wir dazu etwas sagen können, würde ich das nachreichen. Weiß man, ob das Verkehrsministerium die Situation mit der russischen Seite bespricht? Das Verkehrsministerium ist nicht da. Aber hört bestimmt zu und kann dann gegebenenfalls auch nachreichen. Herr Reitschuster, dazu? Ja, als Betroffener. Und die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind ja sehr, sehr eng. Es gibt unglaublich viele familiäre auch Kontakte. Inzwischen wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass es solche Verhinderung der Flugmöglichkeiten nicht gibt, gerade im Hinblick auf Millionen russischsprachige Menschen in Deutschland mit engen Beziehungen nach Russland. Danke. Also die Freiheit des Luftfahrtverkehrs gemäß der internationalen Abkommen, die es weltweit für den Luftverkehr gibt, die ICAO und die Regularien, die dazu beitragen, dass der Flugverkehr weltweit gut funktioniert, hinter denen steht natürlich die Bundesregierung und deren Umsetzung befürworten wir. Und das ist gutes, normales Geschäft international, diese Verträge einzuhalten. Und das ist natürlich etwas, was wir einfordern und wofür wir stehen. Zusatz? Dann lassen Sie mich es noch mal anders formulieren. Es war ja die russische Seite, die angefangen hat damit, dass sie ein Air Force-Flugzeug und ein Flugzeug der AUA nicht nach Moskau gelassen hat. So, und dann blende ich Ihnen jetzt nach guter alter Tradition noch ein paar andere Fragen ein. Teilweise ohne Antwort, teilweise mit Antwort. Die ganzen Antworten, die ganze Übertragung, das können Sie sich alles immer komplett bei Phoenix anschauen. Einfach auf den Phoenix-YouTube-Account gehen, da sind immer die Regierungssprecherkonferenzen, da können Sie sich dann alles ansehen, dann können Sie sich auch ein Bild machen, wie es insgesamt war. Und ich finde eben, teilweise nur die Fragen einzublenden, ist deshalb wichtig, weil ich damit zeigen will, wie die Interessenlage ist. Und Sie können sich alle Antworten in voller Länge auf dem Phoenix-Account anschauen. Da sind Ihre Gebührengelder in diesem Fall in meinen Augen sinnvoll investiert, weil es für Transparenz sorgt. Jetzt also hier noch ein paar Fragen und Antworten. Ich wollte Sie über ein aktuelles Thema informieren. Bundesinnenminister Seehofer setzt sich innerhalb der Bundesregierung dafür ein, dass die Fußball-Europameisterschaft auch in Deutschland stattfinden kann. Innerhalb der Bundesregierung wird derzeit geprüft, welche eng begrenzten Anpassungen an den Einreisebestimmungen für die Teilnehmer an der EM jetzt vorzunehmen sind. Diese Entscheidung hat Sportminister Seehofer getroffen, nachdem im Austausch mit den Fußballakteuren klar wurde, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen der Ablauf der Fußball-Europameisterschaft in Frage stand. Herr Alter, könnten Sie erklären, was für Hürden Sie jetzt genau entdeckt haben zur Durchführung der oder mit Durchführung der EM in Deutschland und was da gegebenenfalls gemacht werden könnte, um das zu ermöglichen? Das kann ich tun. Es gibt im Ablauf der Fußball-Europameisterschaft Spielkonstellationen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eine Mannschaft sich in Großbritannien einer Spielbegegnung stellen muss und im Zeitraum von weniger als 10 Tagen danach eine Spielbegegnung in Deutschland hat. Das ist beispielsweise beim Viertelfinaltreffen in München der Fall. Dann, ich glaube, es ist Herr Neuhan. Genau. Hinter der Maske und ja. Mit einem neuen Thema.
Mir geht es um ein Thema, das nicht im Kabinett behandelt worden ist, obwohl es vorgesehen war, nämlich die Debatte um die CO2-Heizkostenaufteilung. Da hätte ich Fragen an die beteiligten Ministerien BMJV und BMI und WI. An alle drei die Frage, wie bewerten Sie es? Wollen wir eine Sekunde warten, ja, bis wir getauscht haben an der Stelle? Also an alle drei Ministerien die Frage, wie bewerten Sie es, dass das Kabinett dieses Thema heute nicht behandelt hat, offenbar aufgrund des Drucks der Unionsfraktion, und insbesondere an die unionsgeführten Ministerien die Frage, warum haben Ihre Minister dieser Einigung am Montagabend, Montagspätabend noch zugestimmt, obwohl und jetzt wieder Ihre Einigung bzw. die Zustimmung zurückgezogen? Danke. Ja. Vielleicht fange ich an für das BMJV als fürs Mietrecht zuständiges Ministerium. Die Bundesjustizministerin hat sich vorhin ganz klar geäußert. Es ist aus unserer Sicht eine Frage der Gerechtigkeit, dass die CO2-Kosten beim Heizen zwischen Vermietern und Mietern zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Denn beide Seiten bestimmen gleichermaßen über den CO2-Ausstoß. Mieter können durch ihr Verhalten den Ausstoß letztlich senken, ein effizientes Heizverhalten. Und Vermieter können Heizanlagen erneuern und die Gebäude durch energetische Sanierung auf den neuesten Stand bringen. Da, Herr Jessen, noch mal dazu bitte. Und dann wollen wir in der Liste weiter oder auf der Liste weiter voranschreiten. Frau Fietz, bedauert es die Kanzlerin, dass diese vorab erzielte Einigung jetzt doch nicht beschlossen werden konnte? Ich spreche hier für die gesamte Bundesregierung. Aber üblicherweise sprechen Regierungssprecher dann auch für die Kanzlerin. Das, was ich hier vorgetragen habe, ist Thema der gesamten oder Position der gesamten Bundesregierung. Und da gehört die Kanzlerin dazu. Herr Taufik-Mehr mit einem neuen Thema, bitte. Genau. Frage ans Auswärtige Amt. Zwei kurze Fragen zur Libyen-Konferenz. Erstens, wer sind die Teilnehmerstaaten, wenn es dieselben Teilnehmerstaaten sein, die schon bei der ersten Libyen-Konferenz im Januar 2020 waren? Oder gibt es da neue Teilnehmerländer? Und zweitens, der Minister hat gestern den Hauptfokus angesprochen. Da ging es auch um die Rolle der... Eine Frage, eine Nachfrage, ganz kurz. Bitte. Ja, genau. Der Söldner. Ja. Was sehen Sie da als Haupthindernis, um das durchsetzen zu können, dass die ausländische Intervention beendet wird? Dann Herr Jordans mit einem neuen Thema. Ja, die erste Frage, die ich hätte, bezieht sich auch auf ein außenpolitisches Thema. Und zwar hat das Sondertribunal für den Libanon den UNO-Generalsekretär informiert, dass es wahrscheinlich bis zum 31. Juli seine Arbeit niederlegen muss wegen Finanzierungsschwierigkeiten. Libanon selbst muss ja, glaube ich, knapp die Hälfte der Kosten tragen. Und das Land ist finanziell am Ende. Arbeitet denn die Bundesregierung in irgendeinem Format an einer finanziellen Lösung, damit dieses Tribunal weiterarbeiten kann? Oder sehen Sie die Arbeit des Tribunals als getan? Das müsste ich Ihnen im Detail nachreichen, weil mir auch diese Meldung noch nicht bekannt ist. Zusatz? Ich habe noch eine andere kleine Frage. Eine andere kleine Frage zu einem anderen Thema. Ich habe das Thema immer noch nicht verstanden, bitteschön. Nee, ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema. Dann würde ich Sie wieder auf die Liste setzen. Thomas Nehls, freier Journalist, gibt es etwas Neues bzw. Fortschritte in der fünften Verhandlungsrunde in Wien über die Rückkehr zum iranischen Atomabkommen? Die Gespräche in Wien dauern zur Stunde noch an. Die Delegationen sitzen da in dieser fünften Runde seit einer geraumen Zeit zusammen. Herr Taufik-Mehr dazu. Frau Hadamar, am 18. Juli finden ja die Präsidentschaftswahlen im Iran statt. Erwarten Sie eine Einigung vor den Wahlen, beziehungsweise sehen Sie einen Zeitdruck, was eine Einigung betrifft? Ja, also die innenpolitischen Vorgänge in den einzelnen Ländern spielen im Moment in der Verhandlung in Wien eigentlich keine Rolle. Romanitz, ja, Entschuldigung. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und das Innenministerium. Es geht um die Rückführung aus Afghanistan und um die Ortskräfte. Großbritannien hat gerade angekündigt, dass es ein erleichtertes Programm zur
für die Ortskräfte anbietet, um einfach die weil sich die Sicherheitslage verändert hat. Es soll schneller und leichter gehen für die Ortskräfte. Ist auch was in Deutschland geplant? Ist eine neue Lage gerade jetzt irgendwie zu berichten, oder? Bleibt das bei diesen zwei Jahren Frist? Ich will gerne noch mal daran anknüpfen, was wir am Montag zu diesem Thema hier auch schon gesagt haben. Es gibt ein Verfahren, das innerhalb der Bundesregierung seit vielen Jahren abgestimmt gut funktioniert. Und wir planen derzeit keine grundsätzlichen Änderungen an diesem Verfahren. Dann noch mal Thomas Nils, Auswärtiges Amt, Bundeswirtschaftsministerium. Ist die Nord Stream 2 Delegation in Washington als Rechtfertigungscrew oder Bittsteller unterwegs oder hat sie konkrete Angebote für einen Deal im Gepäck? Lassen Sie mich dazu einfach grundsätzlich sagen, dass es zur Normalität gehört, der engen deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit, dass die Berater zu Gesprächen reisen. Und wie Sie wissen, bitte ich wieder um Verständnis, dass wir zu diesen Gesprächen nicht weiter Stellung nehmen. Das kann ich mich doch da anfügen, da verweist doch einfach gestern auf den O-Ton und die Aussagen, die der Außenminister jetzt hat. Entschuldigung. Wenn ich das noch anfügen darf, auf den Tenor dieser Frage, würde ich gerne noch mal auf die gestrigen Äußerungen des Außenministers dazu verweisen. Kann ich mich nur anschließen. Dann habe ich noch Herrn Taufik-Nehaa noch mal auf dem Zettel. Hat sich erledigt? Dann sind wir durch für heute. Herzlichen Dank. Bis Freitag. Was mich dann auch noch gewundert hat, immer der Verweis auf die früheren Aussagen. Das war hier auch nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern auf der Konferenz mit Spahn und ich glaube auch mich zu erinnern, was er gesagt hat, dass man es nicht verlängert. Aber ist es da wirklich schwierig, das dann einfach nochmal zu wiederholen, weil ja nicht alle da waren. Und man kann ja nicht immer sagen, das ist schon mal irgendwo gesagt worden. Es ist sehr vieles schon mal irgendwo gesagt worden. Hier kurz diese Stelle. Laut einem Bericht planen die Koalitionsfraktionen einen Antrag, um die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 30. Juni hinaus bis zum 30. September zu verlängern. Gibt es hierzu eine Position der Bundesregierung? Also für das BMG kann ich sagen, dass Minister Spahn sich dazu gestern geäußert hat und darauf würde ich verweisen. So, ich empfehle Ihnen noch sehr das Interview gestern mit dem holländischen Kollegen Rob Sammelberg, in meinen Augen ein phänomenaler Kollege. Schauen Sie sich das unbedingt an. Wenn es klappt, blende ich es jetzt hier oben rechts ein. Auch Spahns Aussagen gestern sehr, sehr spannend auf der Seite. Auch wieder sehr, sehr interessante Geschichten. Gerade eine Geschichte über jemanden, der selber Missbrauchsopfer war. Und darüber, wie stark die Zahl der Gewalt gegen Kinder jetzt angestiegen ist, schauen Sie sich das an. Das war für mich auch der Auslöser, heute diese Frage zu stellen. Ansonsten gibt es noch Spannendes, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe jetzt festgestellt, Thilo Jung hat ja mir eine Abmahnung geschickt und will 500 Euro Lizenzgebühr, 1500 Euro Anwaltsgebühr, also 2000 Euro für einen 11 Sekunden Videoschnipsel, die ich auf seine Bitte hin schon Anfang Mai heruntergenommen habe aus dem Netz und weil ich hier sein Urheberrecht verletzt habe. Hier folgte jetzt ursprünglich die Schilderung eines in meinen Augen unglaublichen Eigentors, aber mein Anwalt hat mir nachdringlich geraten, damit aus taktischen Gründen noch ein bisschen zu warten, also bitte noch etwas Geduld, aber es ist phänomenal, wirklich. Ich bin fast umgefallen, als ich diese Leserpost bekam. Es ist unglaublich. Ich traute wirklich meinen Augen nicht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da, obwohl ich mich entschuldigt habe, obwohl ich das offline genommen habe, mir dann den Anwalt schicken mit 1500 Euro Anwaltskosten, 500 Euro Honorar fordern für 11 Sekunden, die dann nur ganz kurz online waren und dann aber... Ja, leider, da muss ich mich nochmal selbst zensieren, aber der Anwalt sagt, warten und dann warte ich. Wow, da sieht man es. Das sind diejenigen, die sich moralisch für, so scheint es mir, überlegen halten. Phänomenal. Ich halte mich moralisch niemand für überlegen. Ich halte mich auch in Sachen Fehler für niemand für überlegen. Das war's. Ich muss zu einem Gegenteil. Ich bin unterlegen, weil ich jedes Mal jetzt noch lange nachdenken muss, bevor ich mir klar werde, was ich als Backstage machen kann und ob und wenn ja, was für ein Witz ich für Sie habe. Alles Gute, machen Sie es gut. Danke, ciao.
Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Ja, schönes Backstage mit Fehlern haben wir nicht, aber ich erzähle Ihnen einen Witz, den man mir in Moskau erzählt hat. Russische Freunde, ganz, ganz wichtig, würde ich mich nie trauen zur russischen Mentalität. Ich finde ihn zu böse und übertrieben, aber jedes Volk hat das Recht, über sich zu lachen und die Russen machen das sehr gut und über die Deutschen kann man auch sehr gut lachen. Und dieser Witz ist wunderbar. Ein Franzose, ein Amerikaner und ein Russe sind gestrandet. Auf der Ostsee, nein, irgendwo in der Südsee, auf einer einsamen Insel überhaupt nichts. Und auf einmal fangen sie einen goldenen Fisch. Das ist im Russischen immer das Symbol für den Flaschengeist. Das wäre es hier. Der sagt, jeder von euch hat einen Wunsch. Dann sagt der Amerikaner, ach, ich will zurück nach Amerika, zu meiner Familie, weg von hier. Bumm! Und er ist verschwunden. Dann kommt der Franzose und er sagt, ich will zurück nach Frankreich und ich will viele, viele Frauen, dass ich jeden Tag eine andere Frau habe. Ach, zum! Und das ist erfüllt. Und dann kommt der Russe als letzter dran, dann fragt er den Russen, der goldene Fisch, fragt er, und was möchtest du? Dann sagt der Russe, ach, das ist zu einsam geworden. Ich möchte, dass die zwei wieder zurückkommen, wieder hier sind und eine Kiste Wodka. Ja, wir sehen, die Russen können über sich selbst lachen. Ich finde ihn so böse, aber dennoch, wir haben so wenig zu lachen in diesen Zeiten. Da freuen wir uns über jeden Witz. Alles Gute, danke, ciao. Freitag, wenn alles klappt, bin ich wieder hier in der Bundespressekonferenz. Lassen Sie sich überraschen, schauen Sie wieder rein. Und ich hoffe, der Wuschel hat heute das besser ausgehalten. Ich glaube, es lag an der Verbindung. Dann machen wir jetzt gleich den Test, da zeige ich Ihnen das auch mal. Ich schalte ihn jetzt aus. Wenn Sie eine Qualitätsveränderung jetzt hören, dann war es das. Und hier habe ich diese Verbindung, das ist meine gewöhnliche Verbindung. Und gestern hatte ich eine neue und ich hatte den Eindruck, dass der nicht richtig drinnen war. Und irgendjemand hat mir auch geschrieben, Mensch, Sie müssen das aus dem Studio machen. Ich finde, im Zweifelsfall ist mehr Authentizität wichtiger, dass ich hier das direkt mache oder wie gestern mit diesem Interview spontan aus der Stimmung heraus, wenn ich dann die Leute ins Studio bringe. Ich fordere meinen Zuschauern einiges ab mit den technischen Problemen, aber ich glaube, sie verzeihen mir das, weil ich versuche, das durch Direktheit dann wettzumachen. Und dadurch, dass ich nicht mit Technik glänze, sondern ich versuche, ja, das klingt jetzt blöd, ich versuche journalistisch halbwegs ordentlich zu machen. Alles Gute, danke, ciao. Jetzt stecken wir wieder ein, damit Sie den Abschied noch mal einen Unterschied gehört. Jetzt sind Sie meine Tontechniker. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Danke, ciao, Grüße aus dem Herzen von Berlin.